Hi Leute, ich habe eine Tesla-Spule gewickelt, und zwar das ist die von Electronic Lifehack. Ich habe da viel Windungen gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht wie viele. Er meinte, ich soll so 5 cm wickeln mit dem 0,15 mm Draht. Also 0,15 mm Durchmesser. Das war echt ein bisschen Arbeit. Ich habe da jetzt so Tankklebeband drunter geklebt, habe das dann gewickelt und habe dann oben und unten noch Tankklebeband drüber geklebt, dass nicht mehr aufgeht hier. Sind viele Windungen. Hier kann man sehen, glaube ich. Und die Schaltung, die Electronic Lifehack mir noch mitgeschickt hat, das ist die hier. Mit einem Alkohol hier. 150 µ, 400 Volt. Dann noch ein Folienkondensator, eine 10er Diode, ein Widerstand, ein Potti. Noch ein Widerstand. Und hier Kondensatoren. 223, 1 Kilovolt. Und hier 3681, 2 Kilovolt und hier ein Kondensator mit 222, 3 Kilovolt. So, und einen IRF 740. Okay, der IRF 740 ist wahrscheinlich kein Original, aber einer, der einigermaßen was wegheizen kann. Als erstes werde ich den dann mal mit Wärmeleitpaste einschmieren hier und den auf den Kühlkörper mal draufschrauben und dann mal gucken, wie das dann funktioniert. Dann muss die Tesla-Spule dann noch dran löten. Das eine Drähtchen von der Tesla-Spule, da hatte mir Electronic Lifehack hier geschrieben. 0,2 mm direkt und 5 cm. Genau, am besten solltest du am besten 0,1 mm oder 0,2 mm. Ich habe 0,15er Draht. Das untere Ende kommt an die Diode an Minus beim Alko. Okay, Diode am Minus beim Alko. Wir haben hier eine Diode. Hier ist Minus Alko. Hier ist die Diode und ich schätze mal, das kommt dahin, da wo hier schon ein wenig Lützen dran ist. Hier ist ein kleiner Lützenfleck. Und da werde ich das dann mal auflöten. Aber erstmal den hier mit einer Schraube und Wärmeleitpaste an Kühlkörper dran schrauben. Das mache ich jetzt mal. Und dazu nehme ich jetzt einen Schraubendreher. Nehme ein wenig Wärmeleitpaste, gucken wir mal, wo ich den aufschraube. Schon mal ein wenig Wärmeleitpaste, und oh, es ist fast zu viel hier. Dann den dann mal mit Wärmeleitpaste einkleistern, einschmieren. Echt viel, das ist schon viel Wärmeleitpaste. Okay, lassen wir das mal so. Jetzt das hier, da habe ich ein paar Gewinde drin. Ich denke, ich schraube es hier drauf. Mal Schraube durch und den mal hier drauf schrauben und den dann mal festschrauben. Kann ich schrauben? Ja, ich muss das Gewinde erwischen. Kann ich den festschrauben? Mal noch fester machen mit dem da, mal fester schrauben mit einem großen Kreuzschrauben. Ja, Wärmeleitpaste ist drauf, am Kühlkörper ist er. So, dann löte ich jetzt mal die Tesla-Spule da an. Die muss ja so rein hier. Also muss die rein, die darf aber nicht das da berühren. Muss ich gucken, wie ich das am besten mache. Vielleicht das da festkleben hier am Kühlkörper. Aber erstmal der untere Draht von der Tesla-Spule, der da unten weggeht, der muss zu dir. Diode löte ich das da mal an, dann würde ich sagen. So, jetzt habe ich das mal angeklebt hier. Also ich habe hier das dann nur mit dem einen Klebeband gesichert, die Spule. Geschaut, dass hier der Draht nicht an die, obwohl ich hätte es noch ein bisschen nach hinten machen können, die Tesla-Spule. Dass hier ein bisschen nach oben die Platine. Jetzt kann ich da mal Plus und Minus anklemmen und mal gucken, was die macht. Und dann paar die mal drin. Ja, kann ich dann mal 20 Volt drauf lassen und dann bis 2 Ampere und dann mal schauen, was die dann so macht. Es kann sein, dass der Draht oben mir abbrennt. Da sollte ich hier oben an den dünnen Draht vielleicht noch was dran machen, was dann etwas heißer werden kann. Was dran schrauben oder so, wenn ich was dran löte, wird es mir abgelötet, schätze ich. Aber ich kann mal ausprobieren, wie das funktioniert. Dann stecke ich mal Labonetzteil an. So, ich habe das Labonetzteil mal auf 180 Milliampere. Ich stecke jetzt Plus an. Ups, es funkt. Und es nimmt 0,02 Ampere auf bei 20 Volt.
2,02 Ampere ist ein bisschen wenig, es macht noch nichts. Mal schauen. Nein, es macht noch nichts. Ich muss wohl erst am Potti leicht drehen, am Potti leicht Strom einstellen. Laponitzteil ist aber auf 200 mA, von daher kann das nicht wirklich. Was passiert? Ich glaube, der ist auf Linksanschlag. Ne, auf Rechtsanschlag ist der. Ah, jetzt nimmt der Strom auf. 170, 160 mA. Ah, und es glimmt schon. Jetzt kann ich das Ganze nach links auch drehen. 90 mA, 100, 120, 130, 100, 160. Ups, jetzt die Spannung abgesunken. 140 mA. Okay, ich drehe mal Ampere am Laponetzteil weiter auf. Gerade 20 Volt, 100 mA. Mal Bias mehr. 0,5 Ampere. 20 Volt, 0,5 Ampere. Noch. Also das leuchtet zwar. Jetzt kann ich ganz nach Minus drehen. 90 mA. 120, 150, 300, 400 mA, 500 mA, 400. Leuchtet zwar, aber irgendwie ist das nicht so, wie es soll. Ups, Strom ist aber einiges dabei. Strom ist ja einiges da, merke ich hier. Wenn ich hier rankomme, erst wenn ich hier rankomme, hier schmilzt das. Hier, genau da schmilzt das. Strom ist schon da. Also ich nehme gerade 20 Volt, 160 mA auf. Strom ist einiges da, aber eine Flamme habe ich hier ja nicht. Aber Strom ist einiges da. Ja. 100 mA. Aber auch wenn ich da auf mehr Ampere drehe, 140, 150, 400 mA. Ich habe nicht wirklich mehr Leistung. Also am meisten Leistung habe ich, wenn ich eher nicht viel aufdrehe. Also Strom ist sehr viel da. Schweißen kann man ganz doll. Ja. Ich habe das Laponetzteil aber nur auf 500 mA. Ich kann mal ein bisschen höher drehen. Schweißen kann es gut, ja, aber Selbstentladungen habe ich nicht. Ich habe da irgendwie zu wenig Spannung. Das hatte ich aber auch bei meiner Schaltung, die ich so ähnlich gebaut habe. Also ich bin wahrlich kein Spezialist an Tesla-Spulen. Luca hat die, glaube ich, mit mehr Spannung und Strom betrieben, was ich da nicht machen kann. Und die beste Tesla-Spule, die ich habe, die kann ich mal nochmal aufbauen. Also nochmal, das ist die, die ich schon im Video gezeigt habe. Die hat oben Entladungen und ein bisschen Strom. Ich glaube, die hat nicht so viel Strom wie die hier, aber mehr Spannung dann. Und die allerbeste, die ich hatte, geht mit einer Luftspule super gut. Dann mal gucken. Also das ist so ziemlich die beste, die ich geschafft habe mit IRF 740. Ein Drehkondensator. Drei Folienkondensatoren, eine Spule und noch eine Spule. Und das hier oben, das leuchtet auch und da kann ich auch Sachen anzünden und so. Und die kleine Spule, die bringt zwar nicht sehr viel Spannung, aber mehr Strom dann dafür. Und ja, ich bin bei 19 Volt und bei knapp 1 Ampere. Und soweit funktioniert die schon. Jetzt werde ich aber mal versuchen, hier den IRF 740 da, den ich hier habe, da habe ich einen IRF 740, den mag ich jetzt mal tauschen durch einen IRFP, ich habe welche aus China und ich habe welche von den Zuschauern. Ich werde erst mal welche aus China probieren, und zwar die IRFP 260N. Ich packe hier mal einen aus China hier, und den werde ich mal probieren, IRFP 260N, ob die original ist oder ob der mir gleich kaputt geht. So bei 19 Volt, 1 Ampere. Also wenn es der IRF 740 aushält, dann muss der IRFP 260N locker aushalten. Der hat zwar nicht so viel Spannung, aber so viel Spannung sind am Drehen gar nicht. Also am Drehen messe ich keine 200 Volt. Daher mache ich das mal aus. Ich nehme jetzt den
IRF 740 raus, mache den IRF P260 N mit Wärmeleitpaste darauf und dann gucke ich mal, ja, dann gucke ich mal, was dann so ist da. So, der Kina IRF P260 bekommt natürlich auch Wärmeleitpaste. Mach die mal wieder auf. Dann mal ein wenig Wärmeleitpaste raus. Oh, ich erwische immer so viel. Ich glaube, so extrem viel habe ich da auch gar nicht mehr drin. Ich sollte ein bisschen sparsam sein mit der Wärmeleitpaste. Hauptsächlich da, wo der Chip ist hier, dass ich hier Wärmeleitpaste habe, aber auch da oben. Genau, die drückt es dann noch auseinander und raus. So, dann kann ich den hier draufsetzen. Und dann, ich tue mal mit dem Tuch die restliche Wärmeleitpaste wegwischen. Dann kommt eine Schraube rein, hier. Und dann werde ich die Schraube da reinschrauben. Und dann mit einem großen Kreuzschraubendreher dann mal richtig festziehen, dass der wirklich gut hier drauf ist. So. Okay, dann löte ich jetzt dann mal den IRF 740 ab. Mal schauen, ob der von der Anschlussbelegung das gleiche hat. Aber echt, der müsste ja. Also, oh, das nochmal richtig festmachen. So, richtig fest ist er. Dann mal Multimeter holen. Gehen wir mal auf Diodentest. Multimeter hier auf Diodentest. Genau, Diodentest. Wir haben hier ja, hier müssten wir 3 Amperes haben. Genau, hier die Diode. 3 Amperes, dann ist hier das Guide. Und genau, hier ist 3, glaube ich. Hier ist was. Genau, und hier ist so. Und wenn ich das Guide laden tue, dann schaltet der durch. Wenn ich das Gate laden tue, wenn ich das Gate wieder entladen tue, dann schaltet ihr nicht mehr durch. Gate laden, der schaltet durch. Okay, der MOSFET funktioniert. Hier haben wir Gate, dann rein und dann zuerst. Dann löte ich den Rest dann mal an. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert mit der Schaltung hier, weil ich muss hier den da und den da hier ablöten und auf dem anderen anlöten. Das mache ich mal in Ruhe mal kurz außerhalb vom Video. So, okay, dann habe ich mal alles angelötet. Ich habe hier das Gate über 1 Kilo Ohm Widerstand auf Body. Das Gate geht zum Drehkondensator, von Drehkondensator auf hier den Punkt der Spule, da wo sich die untere und die obere treffen. Dann hier die Spule da, die geht auf das Drehen und über eine Spule auf Plus. Für eine weitere. Ich glaube, das geht auseinander, das muss ich da unten mal nochmal richtig zusammenkleben. Das Klebeband mir fast auseinander geht. Aber jetzt gucken wir mal nur, dass ich hier keine Verbindung hinkriege, dass hier nichts schmilzt oder kugelt. Dann kann ich mal den Potty, den könnte ich Richtung Minus drehen mal. Genau, den drehe ich mal Richtung nach Minus des Potty. Genau, Richtung Minus. Okay, dann schalte ich mal 20 Volt ein. Also 19,3 Volt habe ich. Es fließt noch nichts. Noch fließt kein Strom. Dann drehe ich mal das Potty auf, lass einmal ein bisschen Strom fließen. Ah. 1,29 Ampere. Ja. Auf einen Schlag. Tatsächlich. Hier bei dem Potty. Sobald ich einen gewissen Punkt erreiche. 1,29 Ampere. Okay, ich habe auf Strombegrenzung 1, ich weiter aufdrehe 1,6 Ampere. Das geht ja gut. Also diese IRF P260N aus China funktionieren. Das ist wohl genauso wie bei denen von mit Luca. Kann ich mal am Drehkondensator einstellen noch. Ja, die funktionieren. Ich habe hier oben nur keinen Lichtbogen, oder? Ne, ich habe hier keinen Lichtbogen, die schalten irgendwie etwas anders. 1,2 Ampere, 19 Volt, 1,2 Ampere. Ah, ja, jetzt habe ich eine kleine Flamme da. Kann ich mal zurückgehen mit Strom, 0,5 Ampere. Flamme ist weg. Aber er sendet schon. Ich glaube, der IRF P2, ich glaube, der ist gut. Jetzt hat es aufgehört zum Schwingen, wieder ein bisschen Geld geben, man, die sind ja
Die sind ja viel besser, die RFP260. Okay, eine richtige Flamme habe ich da aber immer noch nicht. Ich habe dann noch einen Kondensator von Drain auf Source, einen kleinen 150, nee, 330 PF von Drain auf Source. Vielleicht muss ich den 330 PF einfach weglassen, weil bei vielen Schaltungen ist die einfach weg. So, ich drehe das Labonetzklammer auf 2 Ampere auf, es fließen 1,27 Ampere. Ist weg. Ich sollte das mal ein bisschen näher tun hier. Fließt 0, es fließt 0. Auffällig ist, ich habe da keinen gleichmäßigen Übergang, sondern es fließt 0. Und auf einen Schlag schwingt es, fließt wieder 0. Und auf einen Schlag schwingt es wieder. Wenn ich 2,2 Ampere, 1,7 Ampere, 1,6 Ampere. Kann mal schauen, ob ich damit. Ja, okay, das da ist hier schwach, nur schwingt zwar, funktioniert. Lampe ist ziemlich hell, aber die Anpassung stimmt wohl nicht. Ich mache mal den 330 PF-Kondensator da raus, den mache ich mal weg. Aber ich sollte vielleicht doch mal mit Oszilloskop gucken, was für eine Spannung am Drain von den IRFP260N dann da ist. Aber es scheint, als wenn das ein guter IRFP260 wäre. Und ja, soweit funktioniert's. Ich könnte jetzt diese Tesla-Spule mal ausprobieren. Vielleicht geht die besser. Aber ich mache erst mal den Kondensator weg und dann probiere ich die andere aus. Und eigentlich ist die Tesla-Spule für sowas. Eigentlich müsste man sowas da dran machen. Dann sollte ich eine gute Flamme haben. Aber gucken wir mal. Aber die Anpassung, die ist echt nicht leicht, muss ich sagen. Achso, ich lasse den 330p von drin auf Source mal drin. Die innere Spule hier. Die ist da ziemlich heiß geworden. Die ist da wirklich sehr heiß geworden. Vielleicht klappt es mit der Spule besser, weil die ist wirklich heiß geworden. Ich drehe mal den Strom wieder ein bisschen zurück am Body. So, dann schalte ich mal ein. Dann passt es soweit, denke ich. Dann drehe ich jetzt Strom langsam auf. Ja, es fließen 0,9 Ampere. Dann drehe ich am Drehkondensator mal. Und ups, ist jetzt auf zu schwingen, einfach so. Ein bisschen weiter mal am Kondensator drin. Ah, ups. Jetzt brennt es ja richtig da oben. Es geht ja richtig gut. 1,5 Ampere, 19 Volt. Aber das da oben brennt ja jetzt richtig gut. Mal Drehkondensator. Es brennt ja richtig gut. So, dann stelle ich mal den Potti noch ein. Oh, das will er jetzt richtig gut. Jetzt geht die kleine Tesla-Spule. Die kleine Tesla-Spule von 3D Lab geht, der geht super toll. Die geht ja super gut damit. Ja. Die geht ja super gut. Also ich glaube, damit kann man gut Sachen anzünden. Ich probiere mal was anzuzünden. Moment. Mal was suchen. So, also ich glaube, ich lasse das so und schicke 3D Lab das Ding dann zurück wieder. Jetzt schaue ich mal. Ja, man kann gut Sachen anzünden. Hier. Ich habe zwar keine so tolle Flamme, aber das könnt ihr mal mit mehr Power vielleicht erreichen. Also mit mehr Eingangsstrom, weil ich kann hier wirklich nur bis 19 Volt 2 Ampere gehen. Und ja, wenn man auch mehr Ampere gehen könnte, dann könnte es sein, dass man damit auch echt wirklich mehr zusammenbekommt. Aber das schaut echt gut aus. Also die Tesla-Schaltung ist, denke ich mal, ganz gut. Das ist auch die letzte Tesla-Schaltung, die ich vorgestellt habe. Ich habe zwischendrin und Source vorsichtshalber noch einen 330 PF Folienkondensator. Dann zwischen Gate und Source 2 3, nein, 29,6 NF, also 29.600 PF in Reihe. Ja, ich mache mal wieder aus. Aber das scheint echt gut zu funktionieren jetzt. So, jetzt zum Schluss möchte ich die große Tesla mal probieren. Die große hier, die hier oben auch etwas schwarz ist, die
mit der IRF47-Schaltung nicht so gut funktioniert hat. Ich schalte jetzt mal einen Arbeitspunkt, lasse ich mal gleich. Und noch ist nichts. Ich drehe mal Frequenz runter. Ah, jetzt. Da zündet die. Die braucht eine kleinere Frequenz. Eine kleinere Frequenz braucht die, aber die ist gezündet. Ich habe 0,58 Ampere. Und okay, es kommt nicht besonders viel raus, obwohl ich hier auf Resonanz bin. Vielleicht muss man die doch anders abgleichen. Das Takt ist das, so Takt macht. Da zündet sie, hier zündet sie. Hier zündet sie. Ich kann am Potti jetzt schauen, ob ich da noch was anders einstellen kann. Wie ein Arbeitspunkt. Ah! Jetzt geht die richtig ab. Jetzt geht die richtig ab. Der Arbeitspunkt muss genau eingestellt werden und die Frequenz muss genau eingestellt werden. Man kann es sogar schon hören. Jetzt funktioniert die auch. Mal schauen, ob man mit der was anzünden kann. Ich denke aber auch. Nee. Zu wenig Strom. Die Testerspule ist zu groß. Ich glaube, die transformiert die Spannung nur sehr hoch, aber ich habe zu wenig Strom. Also es ist echt, die kleine Testerspule geht jetzt am besten mit der Schaltung. Ja. Das hier ist doch ziemlich warm. Ja. Ziemlich, obwohl es geht. Also man kann es noch anfassen. Hat ja jetzt 1,7 Ampere drauf. Also am besten geht die Schaltung mit der kleinen. Und ich denke, die Schaltung hier so mit der kleinen. Da statt ein Drehkondensator werde ich mal gucken, ob ich da noch einen Festkondensator nehmen kann. Genau, das werde ich jetzt mal machen. Dann baue ich das jetzt mal mit der kleinen Tesla-Spule und guck mal. So, ich würde sagen, so geht die echt am besten hier mit der Flamme. Und ich gucke jetzt mal, wenn ich den Drehkondensator verstelle. Schlechter, besser, schlechter. Drehe ich mal den Drehkondensator hier auf Maximum. Dass sie auf maximaler Leistung ist, so. 17,5 Volt, 2 Ampere. Dann braucht man nur den Arbeitspunkt dann auf Max einstellen. Und ich gucke jetzt mal, was der Drehkondensator für eine Kapazität hat. Und die Kapazität brauche ich dann hier noch als Folienkondensator. Dann kann ich die auch ohne den Drehkondensator betreiben. Ja. So, okay, und ich bin erstaunt, ich habe hier echt nur 63 PF. 63 PF. Das heißt, 100, was ist die Hälfte von 150? Das hat aber auch keinen Kontakt, nee. 63 PF. Klar, jetzt habe ich 100 PF irgendwie. Mal schauen, was ich mit dem Kontakt kriege. Doch, so 60 PF. 60, 120, 70, 140. Ich glaube, ich nehme 250 PF Kondensatoren in Reihe. 250 PF Folie in Reihe. Und dann probiere ich mal. Dann müsste die dann ganz gut gehen. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe zweimal 150 PF in Reihe. 150p, 150p. Dann hier die beiden Windungen von der Tesla-Spule hier drauf. Also hier geht es von rein. Und Spule auf Plus. Weg hier nach links. Dann geht es hier auf die Kondensatoren. Und dann geht es hier wieder nach links. Im gleichen Entwicklungssinn weiter. Ich schalte die ein. Und ich habe hier schöne Flamme. Jetzt kann ich den Arbeitspunkt vom Potti noch einstellen, dass ich hier genau die Flamme am größten ist. Wichtig ist am besten Labonetzteil Strombegrenzung. Ich bin jetzt bei 16 Volt, 2,2 Ampere und da ist schon eine schöne Flamme hier. Und ja, man kann jetzt alles Mögliche auch damit anzünden. Das da leuchtet ja auch. Ist klar, ja.
Dann die kleine Spule, die Spule hier, die ist hier unten sehr heiß geworden, warum auch immer die heiß wird. Die kleine hier, die wird nicht so heiß. Ich glaube, dass die große hier, dass die auch heißer wird, dass die auch irgendwie mehr Verluste hat oder so. Aber wie es scheint, funktioniert es so. Hier mit zwei Folienkondensatoren. Ich mache mal wieder aus. Ich schau mal, werden die warm? Ja, die werden leicht warm. Die werden leicht warm, die Folienkondensatoren. Klar, Kühlkörper wird auch warm. Die bleibt kalt. Das da ist auch kalt. Das ist auch kalt. Jo. Ich denke, so funktioniert das Ganze. Also habe ich hier 250 PF auf Gate. Vom Gate ein 1 Kilo Ohm Widerstand auf 10 Kilo Ohm Potty, wo ich zwischen Plus und Minus einstellen kann. Hier einen 10 μF 400 Volt Elektro. Dann hier, das sind von Gate auf Source 9600 PF. Von Source auf 3 einen 330 PF hier unten, dass die Spannung nicht zu hoch wird. Den könnte man vielleicht noch rausmachen. Könnte sein, dass die dann vielleicht besser geht. Könnte aber auch sein, dass sie schlechter geht. Also könnte sein, dass sie dann weniger Strom liefert. Dass man damit nicht mehr so gut alles anzünden kann. Aber es könnte auch sein, dass es dann ein bisschen besser wird hier oben. Aber ich denke, so funktioniert das schon. Ja. Ansonsten hier, das sind, glaube 20 Windungen müssten das sein. 20 Windungen vom Plus hier. 20 Windungen auf 3. Dann hier, das sind, glaube ich, 5 Windungen. 1, 2, 3, 4, 5 Windungen. Geht dann aufs über 250 PF in 3 aufs Gate. Und da geht dann die Tesla-Spule im gleichen Entwicklungssinn weiter. Hier. Also das ist quasi nur eine Spulenanzapfung und da geht die Tesla-Spule weiter. Ja, okay, soweit scheint es zu funktionieren. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und danke für 3D-Lab, für die gedruckten Teile. Aber ich denke, ich werde die dir wieder zurückschicken. Dann kannst du auch ein bisschen damit rumexperimentieren.